Steiermark-Frühling in Wien. Die Steiermark rockt den Wiener Rathausplatz. Die Veranstaltung hat bereits Tradition und trägt zunächst den Beinamen Sympathieträger. Von der Kulinarik bis zur Volkskultur spannt sich der Bogen. Und wie bisher gibt es wieder schöne Überraschungen. Wir sind jetzt 4 Tage heraus hier am Rathausplatz in Wien. Und wir sind sehr erfreut, dass es nicht regnet. Trotz der Wetterprognosen sind sehr viele Politiker heute da gewesen. Und es steht alles unter dem Thema Rad. Rad. Kann man da ein paar Details erfahren, ein paar Highlights? Ja, jede Region für sich positioniert sich. Wir sind beim Genussradfahren, das heißt zum Beispiel Murmürzradfahren oder mit dem E-Bike rauf auf die Schneealm. Solche Geschichten liefert die Hochsteiermark. Natürlich ist auch unser Felsen mit dem Radthema verziert worden, mit dem Genussbike. Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Mountainbiken an und für sich was zu tun, sondern einfach genüsslich mit einem E-Bike-Motor oder entlang der Flusswanderwege Murmürz hinunter nach Radkersburg zu fahren. Erfreulich, der neue Bürgermeister hat die Tradition fortgesetzt. Steiermark in Wien. Steiermark und Wien, eine gute Achse? Eine sehr gute Achse. Es leben rund 100.000 Steirerinnen und Steirer in Wien. Wohnen hier, arbeiten, studieren hier und umgekehrt fahren viele Wienerinnen und Wiener auf Urlaub in die Steiermark. Also es ist ein sehr reger Austausch, nicht nur in wirtschaftlichen Beziehungen, sondern was mir noch wichtiger ist, auf persönlicher Ebene. Und Sie wurden sofort hier vor dem Rathaus von den Menschen erkannt und freundlich begrüßt. Ja, erfreulicherweise ist es so, dass mich in Wien ziemlich alle Menschen erkennen auf der Straße. Aber ich freue mich, dass auch viele Steirerinnen und Steirer mich mittlerweile kennen. Auch deshalb, weil ich sehr gerne in der Steiermark bin und auch die kulinarischen Genüsse der Steiermark sehr gerne genieße. Welcher Genuss ist der größte im kulinarischen Bereich? Ja, das ist schwer zu sagen, denn die Steiermark hat sehr gutes Bier, hat sehr guten Wein, aber natürlich auch vom Speck bis zum Gemüse wunderbare Sachen. Und wenn man in eine Buschenschank geht in der Steiermark, egal ob das in der Weinstraße ist, in der Südsteiermark, am Stubenbergsee oder ob man auch die Regionen, die gebirgig sind, besucht, überall wird man eigentlich kulinarisch sehr gut versorgt. Sehr stark vertreten ist die Hochsteiermark. Für manche eine Kostprobe und für viele bereits Bekanntes. Ich bin gerne in Wien und ich bin auch gerne beim Steiermark-Frühling. Ich bin schon viele, viele Jahre immer wieder gern bei dieser Veranstaltung, weil ich glaube, dass es eine gute Idee ist, dass sich die Steirerinnen und Steirer passend zum Frühlingsbeginn in unserer Bundeshauptstadt dementsprechend präsentieren. Ich darf herzlich dazu gratulieren und darf mich vor allem auch beim Tourismusverband Hochsteiermark bedanken für die Präsentationen unserer Region. Tourismus für Sie nichts Unbekanntes. Aber Tourismus in dieser Art präsentiert in Wien ist etwas Besonderes, auch schon Jahre. Naja, jahrelang sind wir schon hier und wir sind natürlich sehr froh, dass wir mitten im Herzen der Bundeshauptstadt hier uns präsentieren können. Ich denke, viel bessere Werbung gibt es nicht. Vielen Dank auch, muss man ehrlicherweise sagen, der Wiener Stadtregierung, den Organisatoren vor Ort. Anders wäre das gar nicht möglich, hier am Rathausplatz so eine tolle Veranstaltung zu machen. Und wir vom Naturpark Mürzer Oberland sind natürlich hier live dabei und versuchen heute ein bisschen Werbung zu machen. Wie schaut es denn überhaupt aus in Ihrer Region mit dem Nächtigungszahlen und dergleichen? Ja, wir sind sehr froh. Wir haben im Tourismusjahr 2018 10% mehr Ankünfte und 10% mehr Nächtigungen gehabt. Das ist natürlich schon Verdienst der Beherberger primär, aber schon ein bisschen auch von uns, weil wir ein bisschen Werbung machen. Wir werden unterstützt vom Naturpark, Tourismus, Gemeinde, arbeitet gut zusammen. Ja, und ich glaube, das funktioniert ganz gut und das versuchen wir hier in Wien auch entsprechend zu präsentieren. Die Steiermark aus allen Ecken hier in Wien vertretbar und natürlich auch ein junger Bürgermeister, der dem Ganzen den richtigen Esprit verleiht. Naja, freut mich, dass Sie mich so jung noch nennen und dass Sie sagen, dass ich das mit dem Esprit verleihe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Bürgermeister zum Steiermark-Frühling nach Wien kommen, unsere Region vertreten und unsere Tourismusverbände auch ein bisschen unterstützen in puncto Werbung für die Region. Wie sind Sie denn hier aufgenommen worden? Was wollen die Leute von Ihnen wissen, wenn Sie sagen, ein Steirer ist in Wien? Naja, da kommt gleich die Frage, wo kann man ordentlich wandern gehen, wo kann man richtig gut jausen und wo gibt es einen guten Wein? Sie waren ja schon einige Male hier beim Steiermark Frühling.
Wodurch unterscheidet sich der eine vom anderen und der andere vom einen? Das ist schwierig zu sagen. Es ist die Stimmung immer gut. Wir Steirer verzaubern die Wiener, glaube ich, und alle, die zu uns am Steiermark-Frühling kommen. Und das soll jedes Jahr so sein. Das Wetter ist halt immer ein bisschen abhängig davon, ob mehr Leute oder weniger kommen. Aber auf alle Fälle ist es ein tolles Ereignis hier in Wien. Ein steirischer Landeshauptmann in der Landeshauptstadt Wien. Und man sieht, es funktioniert, Sie fühlen sich wohl. Ja, sowieso. Es ist der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz immer ein besonderes Highlight. Es sind viele Menschen hier und wir sind ja den Wienerinnen und Wienern dankbar, dass sie so zahlreich hierher kommen, aber vor allem, dass sie zahlreich in die Steiermark auf Urlaub kommen. Denn dass wir das beliebteste Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher sind, hat die Grundlage in Wien. Die steirische Politik fühlt sich bei jedem Steiermark-Frühling einfach wohl, inmitten der Wiener Bürger, im Triangel zwischen Rathaus und Ringstraße und dem Burgtheater. Der Besuch eines Steirers in Wien zieht meist auch etwas anderes nach sich, nämlich den Wiener in die Steiermark. Ja, das hoffen wir. Das Fest war ja ursprünglich gedacht, um Danke zu sagen den Wienern für ihre Treue. Und das ist auch heute noch der Kern dieser Veranstaltung, dass die steirischen Betriebe ihre Stammgäste einladen, sie zu besuchen und sie zu informieren, was gibt's Neues und vielleicht schon den nächsten Urlaub buchen. Der Bürgermeister von Wien, der neue, jetzt für uns zumindest neue Bürgermeister, hat gesagt, er fährt so gerne in die Steiermark zu einer Buschenschank. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Oh, ja, wir freuen uns sehr, dass er die Tradition fortführt von Herrn Häupl, der immer treu uns sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns hier präsentieren. Und auch Bürgermeister Ludwig hat gesagt, keine Frage, die Steirer können gerne kommen und er stellt uns den Rathausplatz zur Verfügung. Und wie gesagt, die Steiermark hat immer schon Tradition in Wien. Wir werden die Wiener alle dementsprechend einwickeln, dass sie in die Steiermark kommen und auch dementsprechend wandern, die Bergzeitreise machen oder vielleicht mit dem Rad den Flussradweg entlang fahren. Ein Treffpunkt für Land und Leute. Und so wird es wohl auch bleiben. Und eines, ein fröhliches Miteinander.